Liebe Geistheilungsleser und Leserinnen, jetzt, was war die letzte Woche das Ereignis? Eröffnung vom Grenzstader Vase, hier schön in der Zeitung, ein Übersichtsplan, wo Sie dann der Bügelesmeier genau findet. Und wenn Sie Lust haben, in so einem überfüllten Zelt zu speisen, gehen Sie unbedingt hin. Passend zum Thema hier folgende Schlagzeile. Mai und Co. Unterwäschehersteller Ihres Zeichens, Koffein im Slip. Mai und Co. rüsten Unterwäsche auf, es läuft jetzt also nicht mehr, wenn es aus angenehmem Material ist. Es muss jetzt nebenher noch irgendetwas tun, zum Beispiel Fettverbrenner oder Zellulitis wegmachen. Es wird gerade gearbeitet an einem Promille-Sing, einer Funktionsunterwäsche, passend zu unserem Basetil. Jawohl, dann kulturell im Kreis Böblingen das große Big Sounds Festival, hier schön in der Zeitung besprochen. Dieser junge Mann hier spielt nach Bildunterschrift ein Sausaphon. Meines Zeichens kann man mit dem vielleicht spielen wie Sau, aber der Mann, der das gute Stück erfunden hat, heißt Sousa, deshalb heißt es Sousaphon und nicht Sausaphon, aber bitte, gell? Macht nichts, hat bestimmt außer mir keiner gemerkt, ist ja ganz gleich. Ja, dann hier noch sehr wichtig, eine Meldung aus Sindelfingen. Vielleicht kennen Sie das auch, Uhren- und Schmuckgeschäft Zumrohr, da am Marktplatz am Eck, gell? Gibt es kurioserweise immer noch, der junge Mann da mit seiner Mutter und einer Angestellten betreibt das Ganze. Er schreibt hier allerdings, er habe sein Auskommen, doch die Zeiten seien schon besser gewesen. Vielleicht hätten wir die Inneneinrichtung einmal etwas zeitgemäßer gestalten sollen. Ja, dann beunruhigend illegaler Handel mit Kleiderspenden floriert. Sie können also nicht einfach bloß in so einen Container ihre Kleider reinschmeißen, ohne zu wissen, ob das nicht irgendwie kommerziell über drei Ecke, was da damit passiert. Gell? Also ich persönlich denke ja, hier hat man dann nochmal abgebildet, was mit den Kleidern passiert, dass das Ganze in der Handel wandert, hier zum Beispiel dieses Kleid abgegeben in einem Plastikgabelschuhkarton, hängt doch original momentan bei H&M und so weiter und so fort. Außer Mittwochsmarkt habe ich Ihnen hier schön mitgebracht, rustikale Couchgarnitur, Dreisitzer. Jetzt kommt's, Anrufe bitte in Albstadt, das Ding ist so hässlich, das wollen Sie nicht einmal auf der Alp. Gut, beim Zumrohr, der ist vielleicht mein Wasser. Apropos Optik, hier, wo ist denn das andere? Ist egal. Reines Gewissen trotz Schwarzarbeit, jeder Zweite in Deutschland beschäftigt offenbar illegal Haushaltshilfen, also quasi Putzfrau. Bei uns kann das nicht sein, weil wir im Ländle putzen bekanntlich selber. Passend zu diesem Thema hier die Schlagzeile über die Zukunft von Michael Schumacher. Schumacher sucht eine neue Aufgabe bei Sauber. Wir hoffen dann, dass das mit Lohnsteuerkarte ist. Jawohl, apropos Schumacher, hier etwas aus den USA. Kalifornien lässt selbststeuernde Fahrzeuge zu. Da gibt es jetzt also Autolot, die fahren einfach so. Hier wird erläutert, allerdings müssen in den Autos auch Fahrer mit einem gültigen Führerschein sitzen, die bei Bedarf steuernd eingreifen können. Wir sind schon froh, wenn hierzulande gleich mit Führerschein selber richtig steuern können. Ja, apropos Fortbewegung für die, die lieber mit der öffentlich-rechtlichen Fahrrad. Die Bahn will die Hälfte ihrer Bahnhöfe verkaufen. Sie kommen jetzt zwar pünktlich, sie können aber nirgends mehr aussteigen. Ja, und jetzt noch aus dem überregionalen Teil. Häftlinge protestieren gegen TV-Gebühren, gell? Das sind jetzt also in der Justizvollzugsanstalt Tonna, welche auf die Barrikaden, weil ihnen das Fernsehprogramm nicht passt hat. Weiter unten steht hier, die russischsprachigen Insassen hatten ein zusätzlich russisches TV-Programm sowie eine weitere russische Zeitung und DVDs gefordert. Ja, natürlich, für die italienische, die da drin sind, nehmen wir jetzt noch Parmaschinken her. Und für die aus der Türkei gibt es jeden Mittwoch eine Bauchtanzvorführung. So viel zum Thema humaner Strafvollzug in Deutschland, gell? Zum Schluss, wie auch in der Zeitung, jetzt noch etwas aus dem Sport. Hier vom Handball, ein wunderbares Duell vom TSV Herberg und noch einem anderen. Nach diesem handgreiflichen Vorgehen musste der Ball da unten vom Zeugwart erst einmal nachgepumpt werden. Ja. Und hier noch sehr schön, der VfL Sindelfingen startet in die kommende Saison.
derjenige, der sein Picknickzeug auf der Aschebahn verloren hat, ist im Nachhinein dann noch zur Rechenschaft zum Gewinnen. Ja, so, in diesem Sinne werde ich mich jetzt noch mit einem rustikal festlichen Vierzähler von Ihnen verabschieden. Leitle Ziege, Dirndl raus, sünftig Gott seid aus dem Haus, im Festzelt ist gut lustig sein, vorausgesetzt man kommt erst mal nein. So, liebe Leute, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss jetzt noch beim Göggelismeier vorbeigucken. Cool. Ja, sauber, eh?